Heute zeige ich euch kurz und knackig, wie mein aktuelles Haarstyling aussieht. Ja Leute, so langsam aber sicher bekomme ich mehr und mehr Haare auf den Kopf und mittlerweile habe ich auch wieder einen Haarschnitt und heute zeige ich euch in 5 einfachen Schritten, wie ich diesen style. Grundlage für das Styling sind auf jeden Fall frisch gewaschene Haare und zwar in dem Zustand, dass sie halt noch ein bisschen feucht sind. Die dürfen nicht zu feucht sein, auch nicht zu trocken sein, einfach genau die goldene Mitte und dazu fasse ich mir einfach immer kurz vorher ins Haar rein, damit ich weiß, okay, wann kann ich mit dem Haarstyling beginnen. Der erste Schritt, super simpel, aber gleichzeitig auch super effektiv. Wenn ich nämlich aus der Dusche rauskomme und die Haare noch leicht feucht sind, dann richte ich meine Haare schon in die Richtung, in die ich sie später stylen möchte. Warum? Meine Haare sind dann halt noch leicht feucht und wenn sie sich gerade so in der Trocknungsphase befinden und sich dann schon zur Seite so ein bisschen hinlegen, dann geht das Styling später wesentlich besser von der Hand. Außerdem habe ich vorne so einen leichten Wirbel, da krausen sich die Haare so ein bisschen und wenn ich die im feuchten Zustand einfach schon in die Richtung richte, in die ich sie später stylen möchte, geht das Styling wirklich viel leichter von der Hand. Im zweiten Schritt geht es weiter mit Arganöl. Einfach 1-2 Drops in die Hände, in den Händen verteilen und dann logischerweise auch schön in die Haare verteilen. Die Haare werden davon super geschmeidig und weich, riechen hervorragend, heißt Arganöl als Pre-Styler einfach für die Pflege und fürs entspannte Styling. Und auch an dieser Stelle richte ich meine Haare logischerweise auch in die Richtung, in die ich sie später stylen möchte. Im dritten Schritt geht es weiter mit dem Haarstyling-Produkt. Aktuell teste ich verschiedene Clays aus. Hier nutze ich gerade Hans de Fuco Claymation. Ist ein schönes Haarstyling-Produkt mit einem matten Finish und einem guten Halt, was mir aktuell sehr gut gefällt. Dann nehme ich einfach so eine leichte Fingerspitze, verreibe das Produkt in meinen Händen und verteile das logischerweise dann auch überall in meinen Haaren, sodass nichts verklumpt. Und wie man sehen kann, ich style meine Haare dann aktuell auf die rechte Seite, in die Richtung, in die ich sie vorher schon so ein bisschen gelegt habe. Im vierten Schritt nehme ich einen feinen Kamm dazu, und zwar die feine Seite vom feinen Kamm. Hat den Grund, ich habe nämlich grundsätzlich krauses Haar und wenn ich mit dem feinen Kamm jetzt nicht arbeite, sehen meine Seiten so ein bisschen ungeordnet aus. Leute, die vielleicht krauses Haar haben, kennen das vielleicht. Auf jeden Fall nehme ich den feinen Kamm und ordne einfach meine Seiten so ein bisschen, damit das einfach ein bisschen ordentlicher aussieht. Und im letzten Schritt kommt noch ein wenig Haarspray dazu zum Fixieren. Tatsächlich an dieser Stelle nur ein ganz bisschen, denn mit dem Haarstyling-Produkt habe ich A, schon einen guten Halt und B, sind meine Haare tatsächlich aktuell noch sehr kurz. Genau, so sieht aktuell mein Haarstyling aus. Relativ simpel und einfach. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, wie es bei euch aktuell aussieht. Wie stylt ihr euch aktuell die Haare und mit welchem Produkt? Bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege viel Spaß beim Haarestylen.